Streit über die Einkreisung Russlands. Das Ganze hat sich ja im Prinzip selbst sich selbst verständigt, dass die sogenannten alternativen Kreise davon ausgehen, dass Russland seit geraumer Zeit eingekreist wird durch die NATO und sich Russland dadurch provoziert genug fühlt, um gezwungenermaßen eben Aktionen durchzuführen, wie auf der Krim oder in der Ukraine, beziehungsweise dann die extremeren Pro-Russland-Fanatiker. Es sei am Ende vielleicht sogar gerechtfertigt, dass Russland einen präventiven Atomschlag durchführt, einen Atomkrieg führt gegen den Westen, weil Russland keine andere Wahl hätte durch die ständige Einkreisung. Lernen Sie, was dahinter steckt. Also selbst bei Alex Jones' Infowars und vielen anderen alternativen Medien, auch im deutschsprachigen Raum, finden wir zahlreiche Nennungen dieser sogenannten Einkreisungsstrategie. Also das Ganze wird inzwischen als Fakt wahrgenommen. Es handelt sich allerdings um ca. 100 Jahre alte Propaganda, die regelmäßig wieder aufgewärmt wird. Und bei jedem Aufwärmen wird diese Propaganda auch kein bisschen richtiger. In Wirklichkeit ist es gerade der Ostblock, der den Westen einkreist. Sie haben das schon mal gezeigt hier in Google Earth, rein von der Landkarte her betrachtet. Russland, ein gewaltiges Land, riesige Ausmaße. Dann noch die Stan-Länder, Kasachstan und so weiter, riesige, energiereiche Länder, die an Russland angegliedert wurden und werden. Dann sitzt gleich benachbart zu Russland der große Verbündete China, der dann weitere Kontrolle ausübt im ganzen asiatischen Raum. Und dann haben wir noch die russischen Operationen in Südamerika, das heißt gravierende Einmischung in Südamerika. Durchführung von schwarzen Operationen, von Destabilisierungsmaßnahmen. Gerade Kuba wird gerne als Basis genutzt, um diverse Leute in Venezuela einzuschmuggeln für solche Maßnahmen. Mal auch lange Zeit den Obersozialisten Chavez gestützt. Und dann versucht man selbstverständlich, diese Revolution bis an die Haustüre Amerikas zu tragen. Also Situation ist definitiv eine andere, als sie uns hier verkauft wird von den Putinistas. Also Thorsten Mann schreibt hier, vor etwa 15 Jahren traf ich zufällig auf einen ehemaligen Stasi-Mitarbeiter, der mir flüchtig erklärte, anhand welcher Kriterien man den Verbreitungsweg von Propaganda und Desinformation östlicher Geheimdienste erkennen kann. Leider ging der Kontakt zwar schnell wieder verloren, aber ich erinnere mich noch gut an seinen Rat, ich solle auf die Verwendung bestimmter Schlüsselphrasen achten. Die Einkreisung Russlands zum Beispiel ist eine solche Schlüsselphase, ebenso wie die Begriffe Provokation oder angloamerikanische Strategie. Wenn mir inzwischen Publikationen begegnen, in denen von einer angloamerikanischen Strategie zur Einkreisung und Provokation Russlands die Rede ist, dann weiß ich sofort, woher der Wind weht und aus welcher Quelle das Material ursprünglich stammt, denn es trägt unverkennbar die Handschrift der sowjetrussischen Desinformation, für deren Verbreitung beim KGB im Jahr 1959 sogar eine eigene Abteilung gegründet wurde. Nach der Umgestaltung der Sowjetunion setzte diese Abteilung ihre Arbeit beim russischen Auslandsgeheimdienst SWR fort. Und schon in einem 1929 von der sowjetrussischen Propaganda in Deutschland herausgegebenen, in einem sogenannten Atlas für Politik, Wirtschaft, Arbeiterbewegung, findet sich neben einer Landkarte, welche die Isolierung der Sowjetunion in Europa zeigt, auch eine Karte, welche den Titel Die Einkreisung der Sowjetunion durch den britischen Imperialismus trägt. Also wir reden schon von 1929, wo diese Kiste da, diese Propagandanummer durchgenudelt wurde. Eine andere Landkarte unter der Überschrift Das Rüsten zum nächsten Krieg, zeigt eine friedliche Sowjetunion, welche von hochgerüsteten Staaten in Europa und Asien eingekreist und bedroht wird. Natürlich zu der damaligen Zeit haben die Russen sehr, sehr viele materielle Hilfe bekommen, sehr viele Technologie dringend benötigte von Amerika und Großbritannien, auch von Deutschland. Nichtsdestotrotz fuhr man diese Propaganda. Also ohne britische, amerikanische Hilfe hätten die Bolschewisten bzw. die Sowjetkommunisten keinen großen Boden gut gemacht. Der Bürgerkrieg hätte irgendwann die Kräfte aufgezehrt und die sogenannten Weißgardisten, die Zarentreuen, wären wieder zurückgekehrt auf den Thron. Trotzdem, sagt ihr mal, wir werden eingekreist. Heul, heul, wein, wein.
Selbstverständlich war die Sowjetunion unglaublich, unglaublich imperialistisch, hat sehr, sehr viele Nationen unter den eisernen Vorhang gebracht und völlig unterjocht. Und die früheste bekannte Einkreisungspropaganda, also aus dem Jahr 1929 herausgegeben wurde dieser Atlas von Alex Radó, einem Politkommissar des ungarischen Räteregimes, welcher behauptete, dass die Initiative zur Herausgabe des Atlas auf ein Gespräch mit Lenin zurückgehe, welcher ihm persönlich bei der Zusammenstellung der Karten geholfen habe. Auch Stalin sprach in den 20ern immer wieder von einer kapitalistischen Einkreisung, von welcher die Sowjetunion bedroht werde und mit welcher es auf Dauer keine friedliche Koexistenz geben könnte. Diese Linie behielt man auch nach dem Zweiten Weltkrieg bei, da die Gefahr einer Einkreisung Russlands noch immer nicht beseitigt sei. Also, die Sowjetunion hat sich unglaublich ausgedehnt. Sie ist dann, die Sowjets kontrollierten eigentlich einen Großteil des gesamten Planeten. Trotzdem sagt man, wir werden eingekreist. So ein bisschen wie der alte Scherz von, ich glaube, es war ein amerikanischer Truppenkommandeur, der dann wirklich eingekreist war und gesagt hatte: Gut, jetzt können die nicht mehr türmen vor uns. Also wie blanker Sarkasmus, oder man kämpft gegen eine Übermacht und sagt, naja, wir werden sie einfach einkreisen. Eigentlich nur ein schlechter Scherz. Also, dann zu Beginn 1980er Jahre hieß es, die Militärpolitik der USA ziele ab auf die Einkreisung der Sowjetunion. Die Stützpunktpolitik im Indischen Ozean, seine schwere Bedrohung und so weiter. Außerdem heißt es hier noch bei Thorsten Mann, hier heißt es, diese Anweisung entsprechend brachte der sowjetische KGB-General und oberste Berater der internationalen Abteilung des Zentralkomitee der KPDSU Nikolai Portugalow in einem Spiegel-Interview die sowjetische Invasion Afghanistans in Zusammenhang mit der amerikanischen Einkreisung der Sowjetunion an allen Grenzen. Bei anderer Gelegenheit unterstellte KGB-General Portugalow in jenen Jahren eine amerikanische hegemonistische Politik, die auf eine globale Überlegenheit und auf die Einkreisung der Sowjetunion gerichtet sei. Also die Amerikaner haben den Sowjets eigentlich heimlich immer alles geliefert, was sie brauchten. Und die USA haben sich dadurch einen formidablen Gegner geschaffen, der natürlich dann der Vorwand wurde für die NSA und die ganzen CIA-Maßnahmen und ein hohes Maß an Zentralisation im Westen. Also ohne diesen Feind Russland hätte es diese New World Order Zentralisierung gar nicht so geben können, weil die Menschen, die einzelnen Nationen dagegen gewesen wären. So funktioniert das Spiel, meine Damen und Herren. Das heißt, falls Sie heute unzufrieden sind mit den Machtverhältnissen im Westen, denken Sie nicht, Sie können sich jetzt einfach dem Osten anschließen, beziehungsweise dem Osten zuarbeiten. Das ist nämlich genau das, was das westliche Establishment möchte. Gar nicht so schwer zu verstehen. Also auch in den 90er Jahren nach Gorbatschows Umgestaltung der Sowjetunion blieb die Einkreisungslüge ein Dauerbrenner der russischen Propaganda. Zunächst als Argument gegen die weitere Existenz der NATO, welche nach den Plänen des Kreml hätte aufgelöst werden sollen, anschließend gegen ihre Erweiterung nach Osten. Heute natürlich jede Menge Einkreisungspropaganda und dann das geplante Raketenabwehrsystem der NATO, so heißt es, beseitige das System der gegenseitigen atomaren Abschreckung. Die dabei vorgebrachte Argumentation der Russen strotzt vor Lügen und Verdrehungen, denn Russland hat nicht nur selbst schon vor Jahrzehnten ein eigenes ABM-System errichtet, sondern auch durch seine einseitige und ununterbrochene Entwicklung und Stationierung modernster Atomraketen längst die atomare Überlegenheit über die NATO erreicht. Somit wäre ein westliches ABM-System lediglich ein erster Schritt auf einem längeren Weg der Nachrüstung zur Wiederherstellung des strategischen Kräftegleichgewichts zwischen Ost und West.